Die Cleveland Cavaliers schaffen das Unglaubliche und gewinnen nach einem 3-1-Rückstand die Serie, die NBA Finals und sind dadurch World Champion 2016. Ich bin Coach Jens und wir alle wissen, dass es mit einem Mann zu tun hat, nämlich LeBron James. Ich habe drei Sachen herausgearbeitet, von denen ich denke, dass sie verantwortlich waren für den Erfolg der Cavaliers in den Spielen 5, 6 und 7 und wünsche euch viel Spaß beim Video. Der erste Punkt ist die Defense von LeBron. Ich habe sie bereits kritisiert, nämlich seine Off-Ball-Defense, aber die Defense in den Spielen 5, 6 und 7 war hervorragend. Er war der Rim Protector, er hat den Korb geschützt, er hat 2,3 Blocks pro Spiel in den Finals gehabt. In der Saison hat er 0,6 Blocks pro Spiel und in den letzten drei Spielen sagenhafte 9 Blocks. Und er war verantwortlich dafür, dass Golden State nicht zu einfachen Punkten gekommen ist. Man sieht in einigen Beispielen, es ist noch nicht mal seine Hilfe, die er jetzt zu tun hat, aber er bügelt einfach die Fehler für seine Mitspieler aus und macht es den Golden State Warriors richtig schwierig, am Korb zu finishen, weil er immer aus dem Nichts kommt und dann den Ball gegen das Brett oder ins Aus blockt. Und wenn man sich jetzt diese Szenen anschaut, es ist einfach der pure Wille, das Spiel zu gewinnen, die Serie zu gewinnen, zurückzukommen. Und dann setzt es natürlich auch ein richtiges Zeichen an die Mannschaft, dass man hier nicht gewillt ist, irgendwas einfach wegzugeben. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Transition Offense. Hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie man in der Defense agiert, aber LeBron hat es geschafft, seine Mannschaft nach vorne zu pushen. Eine interessante Statistik ist auf jeden Fall die Statistik über die Transition Points, also die Punkte aus einem Fast Break oder in der Early Offense. LeBron war an 55 von 70 Transition Punkten beteiligt, entweder indem er selbst den Korb erzielt hat oder indem er den Assist gegeben hat. 55 von 70 und 70 Punkte, das ist schon ziemlich viel, das sind 23 Punkte pro Spiel, das ist auf jeden Fall deutlich über dem Schnitt der Cleveland Cavaliers und ist auch mehr, als die Golden State Warriors erzielen konnten. Die nächsten Beispiele zeigen, dass LeBron natürlich ein überragender Finisher ist. Er kann mit rechts und mit links, hier sehen wir einige Beispiele, wie er mit der linken Hand finisht und den Ball reinlegt. LeBron hat nicht immer nur den Ball gebracht, sondern hat sich auch häufig auf dem Flügel angeboten, um dann mit Cuts zu Punkten zu kommen oder wie hier mit einem Offensiv-Rebound direkt hinterher zu setzen und dann mit Kraft und Willen den Ball reinzumachen. Und wenn LeBron einmal den Turbo zündet, dann gibt es natürlich kein Halten für die anderen Spieler. Er ist so kraftvoll und so schnell. Hier kann man sehen, wie er einen schnellen Schritt nach draußen macht, um den Angreifer früh zu stoppen bzw. ihn zu stören und keine einfachen Punkte oder gar Dunks zuzulassen, und wie er den Ball dann schnell nach vorne trägt, diesmal mit der rechten Hand abschließt. Hier der schöne Spin-Move, zum Korb zieht es Foul. Steph Curry mit keiner guten Serie und LeBron spielt den Quarterback und findet seinen Mitspieler unterm Korb. Hier ein schöner Bodenpass zum Trailer, zum nachkommenden Centerspieler. Hier der Alley-oop-Pass. Man kann auch in den Clips sehen, mit wie viel Energie die Cleveland Cavaliers besonders zu Hause gespielt haben. Diese Situation, viel zu einfache Punkte für Cleveland. Da muss die Transition Defense deutlich besser werden. Nächste Bewegung zeigt das ganze Repertoire von LeBron. Behind-the-back-Dribbling und dann zieht er in die Zone und anstatt einen Offensivfoul zu begehen, macht er noch eine seitliche Bewegung um den Verteidiger herum, um Spades rum und legt den Ball mit der linken Hand rein. Absolut tolle Bewegung, Body Shift kann man dazu sagen. Frühes Pick and Roll hier mit dem Dreier. Und ein Punkt muss man auch noch sagen, hier zwar ein Negativbeispiel, aber Transition Turnover in Spiel 5, 6 und 7, Cleveland mit 2 und Golden State mit 9 Turnovern
Das bedeutet, dass sie viel zu schlecht auf den Ball aufgepasst haben und gute Scoring-Möglichkeiten verschenkt haben. Möglicherweise die wichtigste Statistik für LeBron war die Trefferquote, insbesondere bei Sprungwürfen. Die Dreierquote war in den Spielen 5, 6 und 7 bei 42%, in den restlichen Playoffs bei 31,3%. Midrange ist ebenso gefallen in diesen drei Spielen, 47% im Vergleich zur Regular Season mit 38,4%. Und wenn LeBron seine Würfe trifft, dann gibt es einfach ein Riesenproblem für die Verteidigung. Er ist mit der beste Finisher in der Liga, weil er mit rechts abschließen kann, weil er mit links abschließen kann und weil er einfach so dynamisch zum Korb ziehen kann. Wenn LeBron seine Sprungwürfe trifft, dann ist es automatisch ein großes Problem für die gegnerische Verteidigung. Der erste Wurf war noch gut contested, der zweite Wurf war komplett offen. Und wenn man Selbstvertrauen hat, dann wirft man diese Dinger auch rein und man muss ihm auch einfach zugestehen, dass er in den entscheidenden Momenten einfach da war. Behind-the-back-Dribbling, auch wieder contested, aber wenn die Würfe fallen, dann wird es schwierig. Hier sehen wir, wie der Verteidiger undergeht, unter dem Block. LeBron bekommt den zweiten Block und trifft dann wiederum aus dem Midrange-Bereich. Verteidiger möchte wieder under, jetzt ist er einfach zu tief, kann ganz einfach abdrücken. Allzu viel besser kann Iguodala hier nicht verteidigen. Er möchte den Korb schützen und muss ihm irgendetwas geben. Er gibt ihm den Wurf gegen den Mann und LeBron macht ihn rein. So, das waren die drei Punkte, die für mich entscheidend waren. Einmal seine Defense als Rim Protector, als derjenige, der den Korb schützt. Einmal die Transition Offense und die Würfe sind gefallen. Man muss einfach eine Sache sagen, LeBron wollte den Titel unbedingt gewinnen und er hat es auf eigene Faust mehr oder weniger geschafft. Und dafür muss man ihm Respekt zollen. Er ist derzeit der beste Spieler der NBA, das hat er bewiesen. Steph Curry hat nicht geliefert in den Finals und LeBron hat ein Statement gesetzt und ist völlig zu Recht Finals MVP und holt völlig zu Recht seinen dritten Ring. Ich bin Coach Jens, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über Likes, Kommentare und Abonnements sehr freuen. Also, traut euch. Ciao.